Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wie man schon sieht, es ist wieder soweit, ich habe wieder Lego gekauft. Also für die, die es interessiert, das wird heute ein Unboxing und so eine Art Zeigevideo meines sogenannten Lego Hauls oder Haul, wie auch immer man es aussprechen will. Als erstes hier was von Nexo Knights, das ist für meinen Bruder, der sammelt diese Schilde ist glaube ich richtig. Ja, da wird er sich drüber freuen hoffentlich. Also es ist hier so ein Zufallspaket mit 5 Nexo-Kräften, die dann nach Zufall ausgewählt werden. 5 von 35 sind drin. Und noch hier so eine Palette und so ein Verbindungsstück haben wir dann auch noch. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Nö. Oder ist es hier drauf? Nein, ist es nicht. Gut, vielleicht lässt er sich ja dazu bewegen, das dann im Video zu zeigen. Dann habe ich 2 Lego City Sets. Die schönsten meiner Meinung nach aus der neuen Küstenwache. Das ist einmal dieses Doppelflugzeug. Also es hat so doppelten Hinterrumpf sozusagen. 2 Propeller, eine Rettungsinsel ist dabei. Und ein kleines Bötchen auf der Rückseite. Na, die zeige ich dann. Mit diesem Set hier werden wir uns nämlich genauer beschäftigen in diesem Video, zumindest mit dem Auspacken. So, und dann hier. Der große Helikopter von der Lego City Küstenwache, dem widme ich mich dann ein bisschen später. Hier ist auch um einiges mehr dabei. Der Hintergrund ist fast der gleiche. Ich finde das witzig, dass hier der Hai das Paddel weggenommen hat. Deswegen muss der hier gerettet werden. Der guckt auch etwas, ja, verärgert. Ein Glück, dass der große Hubschrauber da ist, vor dem ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst hätte, wenn der mir auch so nahe kommt. Aber gut, hier ein kleines Leuchtturmchen ist dabei. Sogar mit so einem kleinen Berg, finde ich schön. Und hier noch so ein Jetski oder eher Boot. Genau, dann schauen wir uns mal das an, worum es heute gehen soll. So, hier haben wir es jetzt. Ein bisschen wackelt es noch. Das Flugzeug hier auch so Lego Technik verbaut. Hier wahrscheinlich wieder Aufkleber. Naja, kommt man nicht drum rum bei Lego City. Genau, vielleicht ist es auch so eine Art Flugboot, weil der Rumpf hier anscheinend auch schwimmt. Genau, hier oben sehen wir nochmal die kleinen Details. Hier sogar so eine Schwimmweste. Und er hat auch eine. Hier die Rettungsinsel nochmal von der anderen Seite und dann schauen wir uns jetzt mal hier die Rückseite an. Hier so ein paar Aufnahmen oder Bilder, was man alles damit machen kann. Man bekommt mehrere Tütchen, so wie es aussieht, Bauschritte und natürlich eine Anleitung, besser ist. Hier, das passt wohl auch in das Flugzeug rein, das sehen wir uns dann im Review an und ja, hier, das ist wahrscheinlich so die Story. Er sitzt auf seiner Rettungsinsel, wartet, Flugzeug kommt. Jetski kommt aus dem Flugzeug, rettet ihn aus seiner Rettungsinsel und dampft ab. Und die Rettungsinsel, die kann dann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Genau. Bevor das hier allerdings zu lang wird, fange ich jetzt mal mit dem Unboxing an. So, ein bisschen, dass die Steine da nicht unbedingt unter diesen Eindruckstellen liegen. So, schauen wir mal, was wir hier drin haben. Hier, wunderbar, eine Tüte Nummer 1. Ich mag ja nummerierte Tütchen. Hier, das ist wahrscheinlich für die Rettungsinsel, hier fürs Flugzeug. Und eine Tüte Nummer 2. Und hier ein Stickerschild sozusagen. Ja, so sagen es zumindest die Engländer. Bei uns ist es einfach ein Stickerblatt oder wie auch immer man es nennen will. Hier Coast Guard, ganz oft das Coast Guard-Zeichen. Und es ist natürlich auch noch, besser ist, eine Anleitung dabei. Allerdings bloß eine einzige. Mal gucken. Dann habe ich jetzt wahrscheinlich viel Spaß. Huch, hier ist noch was in der Schachtel. Ah, das Cockpit, das darf natürlich auch nicht fehlen. So, jetzt ist aber leer. So, haben wir hier die Anleitung. Stickersheet. Tüte 1 und Tüte 2 oder am besten noch in der richtigen Reihenfolge, so wie es auch steht. Cockpit. Dann nicht umkippen, bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss.